Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Da sind wir wieder. Es gibt einen Concept Sale. Sie haben mich lange warten lassen heute Nacht. Ja, es ist tatsächlich erst kurz vor zwei. Aber jetzt ist er da. Und zwar die Drake Dragonfly. Ja, angekündigt war sie ja schon seit einer Weile. Auch als nächster Concept Sale. Nun ist sie dort und wir können die ersten Bilder von ihr auf jeden Fall bestaunen. Das Ganze geht erstmal grundsätzlich vom 17.06. bis zum 27.06. Das heißt, es sind jetzt auf jeden Fall 10 Tage Zeit, wo ihr euch überlegen könnt, ob die Dragonfly eine gute Ergänzung für eure Schiffe und euren Hangar insgesamt wäre. Das Schiff alleine kostet 37,90 Euro inklusive Lifetime Insurance, das heißt LTI. Das bedeutet, keine weitere Versicherung im Spiel wird jemals fällig werden. Dafür ist es aber auch ein Standalone-Schiff, das heißt, es wird nicht mit einem Game-Package zusammengeliefert. Das bedeutet, ihr kriegt keinen Spielzugang, wenn ihr dieses Schiff alleine nehmt. Ja. Und da kann ich also nur sagen, ist es eigentlich ein Schiff? Das ist die ganz große Frage. Es geht hier um den Hersteller Drake. Wir kennen ihn alle von der Drake Herald, der Drake Caterpillar, der Drake Cutlass. Auf jeden Fall, da ist er schon im Spiel. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Neues. Etwas, mit dem Drake auch neue Wege geht. Und zwar im Grunde genommen, wenn man so will, ein Speederbike. Also zumindest würde ich das als ein Speederbike bezeichnen. Darum ist es mir auch persönlich sehr sympathisch. Seit ich Speederbikes aus Star Wars kenne, weiß ich, sowas will ich mal haben. Und die Dragonfly ist im Endeffekt genau das. Sie ist eine Art offener Gleiter, der sowohl auf Planeten eingesetzt werden kann und dementsprechend auch für das prozedural generierte, Planeten wichtig ist. Aber sie kann auch im Weltraum eingesetzt werden. Das heißt, man kann auch wirklich tatsächlich von Schiff zu Station oder von Schiff zu Schiff und so weiter mit dem Teil düsen. Und dabei soll es laut seiner Broschüre uneinholbar in Form von Beschleunigung und vor allem Manövrierfähigkeit sein. Dafür ist es halt ein offenes Gefährt, also anders sogar noch als die Snapfighter, die Archimedes zum Beispiel oder die Merlin, die ja zumindest noch geschlossene sind. Hier haben wir tatsächlich ein offenes Weltraummotorrad, wenn man so will. Es ist ein Zweisitzer, das heißt, es können immerhin zwei Leute mitfahren, wobei der Pilot nach vorne guckt und der Co-Pilot nach hinten. Ob der Co-Pilot auch vielleicht nach vorne gucken kann, wissen wir an der Stelle nicht, wird vielleicht von den Q&As beantwortet. Was wir auch noch nicht wissen, ist die definitive Antwort, ob die Dragonfly jetzt einen Quantum Drive haben wird oder nicht. Für mich sieht alles in den Artikel so aus, als wenn sie keinen bekommt. Das heißt, als wenn sie wirklich tatsächlich für kurze Strecken im Weltraum oder kurze Strecken eben oder beziehungsweise ja Strecken eben auf dem Boden auf einem Planeten eingesetzt werden soll. Sie wird deutlich beworben, als dass sie beides kann. Also das wird sie auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Und wie gesagt, zwei Leute haben immerhin Platz und sie hat sogar eine kleine Bewaffnung dazu. Ja, also das bedeutet, wenn man sich die Stats mal ganz genau anguckt, dann sehen wir auf jeden Fall, dass sie immerhin 7 Meter lang ist und 6 Tonnen schwer. Das heißt, 6000 Kilo bringt sie dennoch auf die Waage. Ist für zwei Personen gemacht. Das heißt, es kann auf jeden Fall ein zweiter mitfahren und mit dabei sitzen. Und außerdem hat sie zwei Size 1 Waffen. Das bedeutet, sie sind fixed. Die sind vorne gut zu erkennen im Grunde genommen. Die beiden Laser, die sind einfach fixed angebracht und damit hat sie auf jeden Fall eine Grundverteidigungswaffe. Und sie hat eindeutig, was ist auch eine Frage, die sich gestellt wurde, ein Schild. Das heißt, sie hat einen Size 1 Schildgenerator dabei. Ein eigenes Powerplan, selbstverständlich auch von der Size 1. Und ansonsten sehe ich hier 6 Tier 1 Thruster angebracht, sowie ein Hauptengine ebenfalls von Tier 1 Größe. Das bedeutet, wie gesagt, kleines Schiff, wenn man es Schiff nennen will, oder vielleicht eben eher Gleiter. Und ansonsten aber dafür gemacht, eben sehr schnell und sehr manövrierfähig zu sein. Und sie hat natürlich ihren eigenen Charme, insbesondere in Bezug auf die Caterpillar. Ja, und die Caterpillar, da kann man eben sagen, die kommt jetzt auch nochmal in den Verkauf. Wenn wir das uns zusammen angucken, wird dieses Paket so angebaut. Und das bedeutet, wir haben im Endeffekt jetzt 5 Möglichkeiten zuzuschlagen bei dem Concept Sale. Und zwar einmal gibt es die Dragonfly in der schwarzen Standardvariante. Diese wird es auch später im Spiel so zu kaufen geben. Eben wie gesagt für 37,90 Euro plus, inklusive Mehrwertsteuer und LTI. Oder eben genau zum gleichen Preis 37,90 in der orangene, gelben Variante, würde man sagen. Also in jedem Fall in der limitierten Auflage. Das heißt, diese wird es jetzt nur zu diesem Zeitpunkt
Punkt im Sale geben. Ist vielleicht wirklich für die Leute eher, die sich ein bisschen was in Richtung Racing vorstellen, die also denen es nicht wichtig ist, dass das Schiff nicht auffällt im Weltraum, sondern die halt ein bisschen damit auch durch die Gegend kesseln wollen und gesehen werden möchten. Ja, und dann gibt es das Ganze im Doppelpack sozusagen für 70,39 €, beide Schiffe zusammen, jeweils in einer Lackierung. Ja, und die Caterpillar ist auch nochmal im Sale. Mit dem Sale kamen nämlich viele neue Bilder. Guckt euch die Seite mal an oder dann entsprechend den SCB-Artikel, wenn er draußen ist, in übersetzt. Da sieht man sehr viel, auch ein kleines Video zur Weiterentwicklung der Caterpillar. Deshalb ist sie nochmal in den Sale gekommen. Und zwar einmal entweder mit 6 Monaten Versicherung, dann für 265,31 € als einzelnes Schiff. Das ist der als Standalone-Ship in Form, also im Rahmen des Kate, Dragonfly Sales, oder eben als Kombipack. Und da sind dann sowohl die Dragonfly Black als auch die Yellow Jacket, also die beiden Skin-Varianten sozusagen, und auch die Caterpillar dabei. Und aufgemerkt, da würdet ihr die Caterpillar dann auch noch mit Lifetime Insurance kriegen innerhalb dieses Pakets. Das Paket kostet dann 324,87 €. Denkt aber bitte daran, das ist hier wirklich alles eine Spende, um das Spiel zu finanzieren. Ich wurde auch hin und wieder nochmal darauf hingewiesen, dass ich das ansagen soll, denn all diese Sachen werdet ihr euch im Spiel später selber erspielen und mit Credits verdienen können. Das heißt, niemand muss hier irgendwas kaufen und von wegen jetzt zuschlagen, gibt es später nie wieder. Es wird auch später die Möglichkeit geben, all das zu bekommen. Vielleicht ist es dann ein bisschen schwieriger, das gelbe Modell von der Dragonfly zu bekommen, weil es halt sehr limitiert ist, aber im Endeffekt wird es auch möglich sein, dieses Schiff zu kriegen. Ja, und zum Schluss sage ich noch was zum Zusammenspiel und da kann ich eben wirklich sagen, Drake baut hier auf einander auf. Wir haben hier also wirklich Schiffe, die gut miteinander korrespondieren sollen. Gerade insbesondere die Caterpillar mit der Dragonfly. Es wurde angesagt, dass in jedes Modul oder Frachtmodul der Caterpillar 3 einzelne Dragonfly reinkommen und diese auch im Flug gestartet werden können. Das heißt, wir haben tatsächlich, wenn man so will, ein kleines Trägerschiff, das man sich aus der Caterpillar bauen kann, indem man da wirklich die Moduleweise, also die Dragonflies einsetzt. Wenn ich recht informiert bin, würde das, glaube ich, 9 Dragonflies bedeuten, die man darauf einsetzen kann. Korrigiert mich aber gerne in den Kommentaren, wenn ich das mit den Modulen falsch in Erinnerung habe bei der Caterpillar. Aber dafür ist es im Endeffekt gemacht. Das Schiff wird relativ wenig Laderaum einnehmen, haben sie gesagt. Also sie zeigen auch Bilder, wo man sehen kann, dass es eben zusammengeklappt gestaut wird. Das heißt, etwas weniger Laderaum einnimmt als jetzt in der flugfertigen Variante ja, mit den beiden Auslegern an der Seite. Dementsprechend soll es also sehr kompakt sein und gut zu transportieren. Es soll eben sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Man muss dazu sagen, selbstverständlich hat es keinen Frachtraum. Den lasse ich jetzt mal wirken. Und es hat natürlich auch keinen Schleudersitz, auch wie alle anderen Drake-Schiffe nicht. Wie gesagt, ob man sich hier überhaupt ob es sich hier um ein Schiff handelt oder wie man das bezeichnen möchte, das überlasse ich gerne euch. Ansonsten kann man aber sagen, dass die, dass es hier eben auch wieder nicht um Komfort oder um Luxus oder um auch die Lux geht, also das Aussehen, sondern es geht um den praktischen Nutzen. Darum ist es auch so ein Tier geworden. Ich persönlich hatte bei der Dragonfly eher was eleganteres, sage ich mal, Rennmaschinenartigeres im Kopf. So, wenn man sich die Rennmotorräder von heute anguckt, dachte ich, es wird ein bisschen schnittiger. Aber es ist Drake, das darf man nicht vergessen. Und Drake baut eben so. Ich denke, wenn wir so ein Konzept oder so ein Bike oder wie auch immer Gleiter man es nennen will, mal von Origin sehen werden, wenn es irgendwann mal eins geben sollte, dann wird es entsprechend die schnittige, sportliche und vor allem, ja, sagen wir mal, etwas prolligere Variante davon werden. Gut, in diesem Sinne, also das sind alle Infos, die wir bis jetzt haben zur Dragonfly. Denkt daran, nächste Woche gibt es noch Q&As. Das heißt, da werden nochmal Fragen beantwortet. Wir werden die Q&As dann zusammenfassen entsprechend und hier auf den Channel bringen, damit ihr voll informiert seid. Ansonsten, ja, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt, dann abonniert doch mal unseren Channel. Das würde uns sehr, sehr freuen. Oder hinterlasst uns einen Kommentar unter dem Video, sagt uns, was ihr mochtet, was ihr nicht so gut was euch nicht so gut gefallen hat. Natürlich liked oder disliked die Episode. Und schluss und letztendlich, wenn ihr uns unterstützen wollt als YouTube-Creator für Star Citizen, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns wahnsinnig freuen. Vielleicht findet ihr da was, irgendwas, was euch gefällt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und see you on the flight deck. Sawyer out.